Soldatinaras Papagei. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor in Nicaragua gedreht. Größe 85 cm. Gefieder hauptsächlich olivgrün. Stirnrot. Das nackte Gesicht ist mit feinen Federstricheln besetzt, die an den Zügeln rot, sonst kastanienfarben gefärbt sind. Schwungfedern blau, große Flügeldecken mit blauer Kante. Schwanzfedern von kastanienrot bis hin zu blau an der Spitze. Obere Schwanzdeckfedern bläulich. Schnabel schwarz mit grauer Spitze. Füße dunkelgrau. Iris gelblich-grau. Die Unterart Aagua jacquelensis hat grüne Schwanzfedern. Vom kleinen Soldatinara unterscheidet sich der große Soldatinara durch die mehr gelbe Grüntönung des Gefieders, außerdem ist er viel größer. Tropischer Regenwald der Niederungen, bis in etwa 600 Meter Höhe. Die großen Soldatinaras bevorzugen den dichten tropischen Regenwald und besuchen kaum Gegenden mit offener Vegetation. Sie leben in kleinen Gesellschaften oder Familien von maximal 5 bis 6 Individuen zusammen und sind sehr standorttreu. Erst nachdem die Nahrungsreserven eines Gebietes aufgebraucht sind, ziehen sie weiter. Bis vor einiger Zeit waren diese Aras auf beiden Seiten des Panamakanals relativ häufig, sind aber dort jetzt aufgrund der Zerstörung ihrer Umwelt durch den Menschen verschwunden. Spezielle Berichte zu Erhaltungsprogrammen des Ara Ambigurus in Panama und Ecuador sind auf den Seiten des World Parrot Trust zu finden.